Und wieder einmal sind es die amerikanischen Börsen, die auch im deutschen Aktienmarkt den Ton angeben. Der DAX war zunächst mit Verlusten in den Handelstag gestartet, war nach knapp einer Stunde Handel auf seinem Tagestief bei 5.870 Zählern angelangt, fast ein Abschlag von 2%. Am späten Nachmittag allerdings nur noch ein Minus von 0,3% oder ganzen 20 Punkten auf 5.974 Zähler. Die amerikanischen Börsen, die sind es, die mal wieder für positiven Rückenwind sorgen. Hier gab es gute Ergebnisse aus der Wirtschaft. Zwei Einzelhändler hatten Zahlen vorgelegt, dementsprechend der Dow Jones Index sogar mit einem Aufschlag von 0,8%. Ja, und das hilft uns, wie gesagt, auch. Am Vormittag war man quasi noch an der Nachbearbeitung der gestrigen Ereignisse, denn es gab bei den kleinen deutsch-französischen Gipfel, hier wurden Vorschläge unterbreitet, wie man der Wirtschaft bzw. mit den ganzen Turbulenzen umgehen soll, die wir in den letzten zwei Wochen gesehen haben. Wie gesagt, bislang nur Vorschläge, aber die haben durchaus so ein bisschen für Beachtung gesorgt und ja auch so ein bisschen für Wirbel. Zum einen geht es um die Einführung einer gemeinsamen Wirtschaftsregierung der 17 Länder, dann sollen sogenannte Schuldenobergrenzen in den nationalen Verfassungen festgelegt werden und der wichtigste Punkt mal wieder der Vorschlag zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Ja, eigentlich nichts Neues, hatten wir vor einigen Monaten schon mal gehabt, aber dennoch sorgt es für Magenschmerzen bei einigen Börsianern. Aber wie gesagt, am Nachmittag ist die Stimmung zum Glück wieder etwas besser. Der Handel läuft ohnehin um einiges ruhiger als noch vor einigen Tagen, als wir jeden Tag mit heftigen Turbulenzen zu kämpfen hatten. Und die Anleger hatten in den letzten anderthalb Stunden auch immer wieder auf steigende Notierungen beim DAX gesetzt, werden nun dementsprechend belohnt. Im Laufe des Tages war man sich nicht ganz so einig. Der Stuttgarter Stimmungsbarometer mit einer Zickzackbewegung, die Positionen von sehr kurzer Haltedauer. Ja, der Euro kann auf jeden Fall heute profitieren. Ist knapp an der Marke von 1,45 $. Auch gegenüber der Schweizer Währung geht es heute weiter nach oben. Die Schweizer Notenbank hat bekannt gegeben, weiter zu intervenieren, sprich weiter Geld in die Märkte zu pumpen, um den Höhenflug des Franken zu stoppen. Und der größte Verlierer am heutigen Handelstag, auch am Nachmittag noch, die Aktie der deutschen Börse, die Pläne bezüglich einer Einführung der Finanztransaktionssteuer machen dem Unternehmen deutlich zu schaffen. Sie würden es natürlich als erstes spüren, wenn die Umsätze zurückgehen aufgrund der Besteuerung und dementsprechend heute ein Abschlag aktuell von rund 6% auf 40,81 €.